Erz findest, was du abbauen kannst. Hier rechts steht da nämlich, was du machen sollst. Ansonsten kannst du Ah, auch notfalls oben rechts Jetzt. den Tutorial überspringen, wenn du überhaupt nicht. Oh, Au. oh, oh, oh. Das Braune ist Erde. Erde führt dich zu dem nächsten Tunnel. Wenn du Tab gedrückt hältst, dann siehst du eine Art Karte zum Herumgucken und du musst dich dann. Und je nachdem, wo es halt eben weitergeht, musst du dich durch diese Erde durchgraben. Ich muss, glaube ich, auch bei Sally, sage ich schon, wenn lass die vorbeigucken. Ja, das wäre nämlich. Ja. Die Kamera steht aber ein bisschen weiter links heute. Fällt mir gerade auf. Rechts. Was? Meinst du Kamera wechseln oder was? Nee, nee, Ja, nee, nee, das nee, war halt auch, deine ne? Kamera, die ich sehe, ist weiter links, wie sie jetzt aussieht. So, ja. Weiter Winkel. Ist neu. Hilfswerkzeug 3. So, Sachen. Was ist das? Was ist denn drin? Ach, das ist Molly. Das ist. Keine Angst, das ist dein Ding, das ist ein Packesel. Das ist dein. Wie nennt man's? Dein Minecart auf Beinen. Keine Angst, da wirst du dann all deine Ärzte reinpacken müssen. So, okay. Bei Nettie ist es, glaube ich, sinnvoller, wenn wir den Tutorial überspringen und das dir persönlich zeigen, oder nicht? Ja, wie überspringt man das? Wenn du auf Ach so, Escape Tutorial drückst, überspringen, oben ja. rechts hast du Tutorial überspringen. Aber ein bisschen weiß ich jetzt schon. Okay, das war vorhin jetzt ein bisschen laut. Ah! Maschallah! So, und that's it. So, ich lade euch am besten alle mal ein, ne? See to invite friends. Ach, deswegen bist du dabei, Sally. Ja, genau deswegen bin ich auch gerade dazu gekommen. Ja, wie gesagt, also. Ja? Okay. Ich glaube, Gandalf ist eingeladen. Ich glaube, Gandalf, kannst du den Rest mit einladen? Ich glaube, morgen Gandalf mal ein bisschen leise machen. So, da, da. Check Sehr again. schön. Aber allzu lang werde ich heute vielleicht auch nicht live sein, weil und so umgewinnen und so, weil ich weiß jetzt nicht, ab wann das anfängt. Oh, geht's da um? Puh, das wäre nix für mich da. Nee. Ja, Heikel sagt's. Gut. Aber kannst du den Rest einladen? Warum nicht? Aber geile Grafik. Du musst Escape und C drücken. Ja, ich drücke auf C, ich kann auf C drücken. Nur der Sitzungsraum kann Spieler einladen. Was? Warum Aber das? jetzt. Jetzt muss ich. Weil sie kleine Ah. Leid fühlen. Entschuldigung. Willst du mir damit was Okay. sagen? Wie heißt die auf Xbox? Dann. Ich hab doch Ja. die Cell Ach, hier. da Heilgramas. Ich wusste eben, ich bin bloß gerade. Ui. Ich muss halt eben nur ein bisschen suchen, das ist die Sache. Windows und G. Übrigens, auf Annehmen. Optionen habt ihr die Möglichkeit. Nati habe ich nicht. Nati, wie hieß denn du nochmal auf Dings? Auf Xbox? Keine Ahnung. Gut. Crazy Nutty Hashtag 230 Wer bist du? Ah, Gandalf, hi. auf Optionen haben wir was? Habt ihr auf Audio die Möglichkeit, copyright-freie Musik anzumachen? Wo? Unter Audio. Ja. Copyrights. Stream-Modus deaktiviert Jukebox mit Copyrights. XA, oder? Ne, X raus, weißt. Was, jetzt die eine oder erste? Ja, eine natürlich. Okay.
Okay. Ja, Heikel, du bringst bitte auseinander. Ja, perfekt, ich bin durchgepackt. Ach, der Aufzug, da bin ich durchgepackt gerade. Wer hast du, Sally? Yeah! Dran, Lot. Hey! Oh, Gesundheit. Dran, Lot. Wie magst du das? Ah, stimmt, V ist die wichtigste Taste im ganzen Spiel. Ob 4, Digga, gerade. V ist die wichtigste Taste im ganzen Spiel. Ich weiß gar nicht, warte, ich da mal gucken. Dran, ich schick's da. So. Jan, wie macht man das? Einfach eigene Personen zu finden. Der hat 59 Follower, kann das sein? Hat er so ein Xbox-Logo? Ja, dann bin ich. Das ist so ein Anzug. Ja, das bin ich. Ah, man ist dann als Freund, ist ja schön. Oh, ich hab einen Freund. Ja. Hä, hey, Auflösung 1024x768. Hä? Gesundheit. Gesundheit. Ja. Alle Benachrichtigungen entfernen. So, jetzt bin ich. Annehmen. Okay. Gut, Heigl. Komm mal her. Komm mal her zum Globus. Und dann hier hoch. Also sobald Matti dann da ist, kann ich auch gleich die Klassen zeigen. Ich bin da. Sally, du musst ein bisschen näher ans Mikrofon rangehen. Ist das schon besser? Ja. Ja, so ist besser, ja. Wow. Also, ja, ein bisschen näher ran. Come on, guys. Rock and stone, ja! Also bei mir ist jetzt geil, Klassen wählen. Wähl irgendeine Klasse, ich werde sowieso gleich erklären, was die alle machen können. Genau, das werde ich auch machen, das werde ich auch gleich erklären, damit sich jeder was einteilen kann. Okay. Ich meine, du könntest für Klassendiversität einfach mal den blauen nehmen. Den Glatztyp mit der orangenen Haaren. Den blauen. Ah. Ja. Gut. Ich erkläre mal kurz die Klassen. Jeder von euch hat einen Zwerg mit seiner eigenen Klasse. Ich bin der sogenannte Driller. Meine Waffe ist ein Flammenwerfer. Sekundär ist eine Pistole. Ich habe als Spezialsache einen Drill und C4. Ich bin dafür zuständig, euch den Weg frei zu machen. Mhm. Heigl ist die schwere Klasse mit einem. Hat er neu. Fucking hell. Heigl ist die schwere Klasse mit einem Minigun und einer Magnum. Mhm. Mit jeweils 4 Schuss. Du hast ein Schild, platzierbaren Schild für alle und eine Zipline. Also du kannst eine Zipline platzieren. Mhm. Gandalf ist die Ingenieursklasse, er hat eine Schrotflinte, hat einen Granatwerfer als Sekundär und kann Turrets platzieren und kann Plattformen stellen mit seiner Plattformgun. Also richtig kleine Plattformen. Das ist vorteilhaft für dich, Nati. Du bist unser Speer. Du hast ein Sturmgewehr, du hast eine doppelläufige Schrotflinte, du hast einen Grappling Hook, also ein Greifer. Was ist ein Grappling Hook auf Deutsch? Weißt du, was ein Grappling Hook ist? Ja, du hast einen Enterhaken. Und die wichtigste Waffe für uns alle, du hast eine Waffe, die verschießt Leuchtstäbe, die einen großen Radius beleuchten. Also wenn wir in einer großen Höhle sind und wir nichts sehen können und du erst recht nichts sehen kannst, dann nimmst du diese Waffe, schießt sie nach oben, damit sie stecken bleibt und dann haben wir zumindest einen kleinen Überblick, wo wir gerade sind. Soweit verstanden? Ja. Gut. Steuerung ist euer Laserpointer. Mit dem seht ihr, wo die Kollegen sind, wo der Pot ist mit der Munition, wo dein Esel ist. Was ist alles jetzt immer Steuerung? Also es ist STRG, okay. Steuerung ist STRG. Ja.
Die allerwichtigste Taste, die höchste Priorität hat, wo die funktionieren muss, ist V. Drückt sie mal jeder mal einmal. Schäm dich, Gandalf. Schäm dich, Gandalf. V deswegen, weil es die, sagen wir mal, der Salut ist und von der Community als Begrüßung, Start und alles Mögliche akzeptiert wurde. Jo. Stop it now. Ah ja, mit E könnt ihr auch die Fässer herumkicken. Okay. Gut, wenn ihr mal nach vorne kommt zur Bar. Oh nein! Ja. Was? Ist gleich oben, das ist gleich vorne rechts zur Bar. Ja. Yeah. Let's dance. Das ist die Jukebox. Was ist dabei eine Party ohne Getränke? Hey, wie macht sie das? Ich kann immer. Wir haben ja noch eine Runde Bierkrüge, wenn ihr haben wollt. Warte, noch nicht trinken? Na ja, toll. Noch nicht trinken? Warte, nochmal. Ach, warte mal. Ja. Mit V. Prost. Und trinken. Bei Dinky? Einfach links klick. Und da wir ein klassischer Zwerg sind, einfach wegwerfen. Und nicht vergessen am Ende des Tages, dem Ding einen Tipp geben. Dem grünen Frosch 5 Credits geben. Oh Gott, jetzt eh. Einfach mit E draufdrücken, wenn du Geld hast, natürlich. Ich hab kein Geld. Kommt noch. Gut. Wenn ihr fertig seid, kommt ihr dann rüber zum, kommt ihr rüber zum Globus zurück. Bitte reißt. So. für euch. Für euch. Ja, ich habe aufgefangen. Für euch wichtig ist dieses Terminal hier, das sogenannte Assignment Board. Ich weiß nicht, was auf Deutsch heißt. Das Simon, okay. Wenn ihr einmal drauf drückt, habt ihr einmal die. Das schwarze Brett. Wenn ihr einmal drauf drückt, habt ihr als. Glaube ich, ganz oben oder als erstes. Die erste Mission, die ihr machen müsst, zwar das Tutorial. Glaube ich. Hä, wer drückt denn ich da drauf? Einfach eh. Ja, ich eh. Aber es ätzert. Ja. Habt ihr eine Mission gerade offen? Aktiver Auftrag. Ziel Hoxes. IV. Ihr Orbel. Bier. Hoxes 4. Der Planet heißt Hoxes 4. Herzlichen Glückwunsch zu deiner fundierten Entscheidung für dich, die Brücke. Beschreibung musst du nicht durchlesen. Warte mal kurz, ich guck mal bei dir nach. Also, außer dich interessiert die Lore dahinter, aber ja. Hoxes 4 erobern. Ziel. Okay, gut, das ist schon mal der Tutorial. Ich muss jetzt gerade gucken, welches. Was ist das erste Zeichen? Ah, da steht sogar. Ah, da haben wir's. Ich gehe mal mit Gandalf, sagt mir mal eine Zahl, 1 bis 4. 2 sollte es sein, okay. Happy ist 3. 3, komm mal. 3 ist zu schwer für euch. Nutzer? Hey, besser zu fragen als gar nicht zu fragen, oder? Das ist euer Droppod. Wenn ihr bereit seid, kommt ihr das Ding rein. Wenn genug Spieler drin sind, wird's glaube ich automatisch starten. Nein, ich hab okay. Gesehen, ja. Damn, it's smelly in here. 5, 12, 10, 9, 5, 8, 5, 7, keine Sorge, 6. Wird sowieso starten. 1, 2, 3, 30. Oh nein. Echt? Ich hab mir sie jetzt da. Donut? Na. Ah, jetzt, okay. Keine Ahnung, was das gerade war. Egal, ich hab ja sowieso, glaube ich, nicht großartig viel dazu gesagt. Nee, hast du auch nicht. Star-Wars-Referenz. Gut, wenn ihr rauskommt, das erste, was ihr macht, ist immer F drücken.
Einfach nur, um schon mal rauszugucken. Einfach nur, um schon mal rauszugucken, weil normalerweise das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du gehst raus und vor dir ist gleich eine Schlucht. Was ist das Gelbe? Das Blaue? Die blauen Fliegenviecher. Oh, hey. Oh, erste Aufgabe ist schon mal, das Ding zu fokussieren. Mich triggert das extremst, dass ich da dann jetzt Dingsen wohne. Was denn? Das Ding. Dass ich da jetzt zielen kann. Brauchst du gar nicht. Du bist ziemlich präzise, ehrlich gesagt. Du brauchst exakt nicht zu zielen. Du musst einfach nur die generelle Richtung von den Monster schießen. Die sind aber auch ziemlich groß, also die kannst du ziemlich schlecht verfehlen. Gut. Ja, mit meiner Minigun kann man die schlecht verfehlen, Alter. Die schießt quer. Je länger du schießt, desto präziser wird das Ding. Okay. Grafik. Die ist ziemlich simpel, um ehrlich zu sein, also ich mag sie. Hier habt ihr euren. Was ist das hier? Ich bin da oben. Hier. Wenn du nicht weißt, wo wir sind, Matz, die einfach Steuerung gedrückt halten. Halt mal Steuerung gedrückt. Du hast einen Laserpointer. Den Laserpointer können wir alle sehen. Okay. Gut, aber, Leute, das ist euer Esel. Da packt ihr alles rein, was ihr an Mineralen findet. Minerale können Gold sein, Nitra ist rot, wächst an den Wänden. Welche Esel, hä? Ja, die komische Spinne da, oder? Welche Spinne? Wo denn? Also, wie Steuerung gedrückt halten und dann Linksklick. Fürs Markieren. Aber, hä? Nein, ich hab was gefragt, wer ich abbauen kann. Ja. Hey, wie kommt man denn da wieder hoch? Das brauchst du nicht abzubauen, das ist einfach nur Umgebung. Oh. Ja, toll! Du kannst, wenn du dir sicher bist, was du abbauen sollst, jetzt einfach mal mit der Steuerung da drauf zeigen. Wenn es aufleuchtet, grün aufleuchtet, kannst du es abbauen, dann ist es wertvoll. Ansonsten, naja. Einfach gehen, okay. Gut. So sind jetzt die anderen gegangen. Wenn du Tab gedrückt hast, wenn du Tab gedrückt hältst, das ist ein Lebenskristall, brauchst du nicht abzubauen. Du hast noch voll Leben. Weil kommen wir wieder ab, hallo? Gut, wähl die 3 aus. Wähl die 3 aus. Ja. Und jetzt zielst du auf das Dach zum Beispiel. Gedrückt halten. Du musst jetzt warten, bis es nachgeladen hat. Hallo? Bitte helfen Sie mir, ich bin hier. Ja, da oben schon wieder. Okay. Ja, was ist jetzt? Oh, falsche Taste. 4 ist dein Leuchtschuss, 3 ist dein Grappling Hook, 2 ist dein Schrotflinte, 1 ist dein Sturmgewehr. Kommst du? Kannst dich auch umgucken. Kannst das mal selbst dann einfach herausfinden. Aber vergiss nicht, wenn ein Haufen Gegner kommen, immer 1 auswählen. Okay. Gut, mit Steuerung, wie rennst du? Shift, nicht Steuerung, mit Shift. Was ist jetzt dies? Au. Das macht Schaden. Oh. Ich hab's. Das kannst du auch schlecht abbauen, oder? Au! So. Warum regnet es in der Höhle? Geschlossenes Ökosystem. Was? Tropfsteinhöhle. Ah. Ah, komm mal her. Nazi, wenn du mal auf das Ding da drauf guckst, auf Steuerung da drauf hältst, dann siehst du, dass es grün aufleuchtet, das ist Gold. Für euch am Anfang sehr, sehr wichtig. Okay. Nein, ich habe jetzt keine Made gekillt. Ah ja, das ist ein Deckermann. Sein Schwachpunkt ist auf dem ist sein grüner Arsch. Hinten, Eigel, hinten. Genau. Ja, ich bin auch hinten, hä? Ja, das für mich sah es aus, als hättest du auf dem Links gezielt. Nee. Oh. Wo rechne ich jetzt Schaden? Von der grünen Gas. Oh, wie kann man die Beutellarve nochmal streicheln? E gedrückt, einfach E drücken. So, noch ein paar Sachen, guck mal her. Ich krieg gerade E-Mail von Pokémon Go, Alter, das ist mir, what the fuck, was geht jetzt ab? Guck mal, das ist ein Nitra. Wenn ihr 80 Nitra habt, also 80 Stück von diesen Erz habt, könnt ihr einen sogenannten Supply Pots stellen. Das hat dann 50% Munition für euch, wenn ihr mal Munition braucht. Okay. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Warte kurz, Heigel, geh mal zurück. Nazi, warte hier.
Wo? Gandalf, kannst du mal kurz eine Plattform da hinschießen? Wo? Plattform dahin. Ah. Gut, Nati, geh mal mit dem Grappling Hook dahin. Hä? Grappling Hook, mit der 3 dahin. Ja? Da, gedrückt halten dahin. Ach, ich hab Boden. Warte mal. Genau. Ja? Kannst schon loslassen, da ist eine Plattform. Jetzt baust du das Ding ab. Das ist die Harmonie zwischen dem Speer und dem Ingenieuren. Das ist wohl die wichtigste Kombo in diesem Spiel, um ehrlich zu sein. Harmonie? Wenn da nichts mehr Rotes ist, kannst du runterkommen und das sind beim Esel abgeben. Okay, also da ist jetzt nichts mehr. Hinter dir. Da oben hat es noch eins, oder? Das ist, wenn du drauf guckst, das ist ein Lebenskristall, das ist rotes Zucker. Ah, hier ist aber Mokka. Rotes Zucker ist zum Wiederbild, ist für dein Leben. So, hier gibt's es beim Esel ab. Mit E, oder? Ewig gedrückt halten. Gut. Gandalf? Ja. Ich bräuchte kurz eine Plattform hier und hier. Das ist schön, dass du das brauchst. Katz, schieß mal mit der Plattform dahin und dahin. Und was mach ich nochmal? Du gibst uns Unterstützung mit deiner Minigun, wenn du mal auf die 3 gehst. Was? Ja. Das ist eine Zipline. Die kannst du mal. Stell dich mal hier hin, wo ich stehe. Gut, jetzt schießt du mal dahin. Was sagt den Ding? Einfach dahin, wo ich gerade meine Markierung gesetzt habe. Hui. Mach ich passiert aber nichts. Zu steil. Wo ist das? Dann stell dich mal dahin. Und dann schießt du mal dahin. Ah. Ja. Bisschen weiter höher wäre gut gewesen. Wow! Wow! Lecker! Scheiße, ihr habt die Plattform kaputt gemacht. Keine Sorge, du kannst. Ein bisschen fallen, schadet dir nichts. Au. Was können die da nur? Hallo, lass mich mal da her! Nein, kann man nicht hinkriegen. Kommt man nicht hin. Müssen wir warten, bis Nati fertig ist. Nati? Hä? Wähl die 4 aus. Ja. Und schieß auf meine Markierung. Danke. Bitte? So, ich kannst du weiter abbauen. Das ist eine Lichtwaffe. Heigl, wenn du auf die 4 gehst, das ist ein Schildgenerator. Das kannst du mal einmal platzieren. Wohin? Einfach hinwerfen. Genau. Das ist ein Schildgenerator. Wenn du reingehst, wird Schild nachgeladen für, glaube ich, 5 Sekunden. Das platzierst du normalerweise, wenn zum Beispiel jemand am Boden ist und du ihn wiederbeleben musst und die Situation gerade brenzlig ist. Okay? Zwei Profis am Reden, wenn die andere runterfällt. Gut. Oh Mann, ey. So, wenn du fertig bist, einfach beim Esel abgeben, Matti, hier. Wenn du nicht weißt, wo wir sind, einfach Steuerung gedrückt halten. Ja. Und umgucken. Gut, noch eine wichtige Funktion ist, wenn ihr irgendwo seid und der Esel irgendwo am Arsch der Welt ist, C drücken. Einmal C drücken. Und der Esel kommt. Irgendwo hier gehen? Nö, oder? Na, jetzt könnt ihr einfach mir folgen. Jetzt gehen wir zurück zum Gandalf. Oh, bist hier. Das Blöde ist, dass man den Namen nicht sieht, dass man keine Overlay-Namen sieht. Ja, aber daran gewöhnt ihr euch, ehrlich gesagt. Wie schon gesagt, dafür gibt's ja auch Steuerung. Ja, stimmt. Ich meine, ein Skype vom Tarkov wird sowieso sowas nicht geben. Oder Radio Not, einer von beiden. Nein, ich hab die Falten. Ach, scheiße. Ihr könnt euch mal hier ein bisschen umgucken. Spinne! Puta! Ja, au. Bin runtergefallen. Die Spinnen kannst du umbringen, Nati. Ja, das hätte so und das so gemacht. Was hat sie? Ihr könnt euch schon mal in der Höhle umgucken. Ich geh zu Gandalf rüber. Hä? Du bist alleine und irgendwie vor du noch stirbst. Hey, achso. Ich sterb doch nicht. Buddy System, ist mir egal. Geh weg! Mann. Wenn die zu nahe kommen, Nati, auf die 2, auf die 2. Wenn sie nur viel zu nahe kommen, auf die 2. Shotgun, also der Pistole. Okay, jetzt kommt eine Horde. Einfach hier die Stellung halten. Nati? Was, ja? Mit der 4 auf nach oben schießen. Danke.
Einmal reicht. Du hast viel zu wenig. Du hast nicht genug. Du hast, glaube ich, 12 Schuss für deine Flare Gun. Also sparen. Sparen dann. Nazi, und wie ist das Spiel? Wie ist es soweit? Nazi? Panik! Nachladen, nachladen, nicht vergessen. Keine Sorge, du hast noch genug Leben. Das ist voll Leben. Okay, warte kurz. Oh. Komm mal her. Noch die schießen, noch die schießen, danach. Und ich töten. Muss ich noch zeigen. Solange das bei mir das Ende ist, mir das scheißegal. Ich hab die nicht getötet. Oh, schade drum. By the way, Team Damage ist an, also guckt, wo ihr hinschießt. Ach, mit dem Mausrad kann man auch Waffen wechseln. Ich mach's mit dem Mausrad. Bin es gewohnt. Also, vergiss nicht, die kleinen Viecher demnächst werden, je höher wir die Schwierigkeit hochgehen, desto mehr kommen, also desto schwerer kommen. Spammt mal bis, könnt man ab und zu mal F drücken, wenn ihr nicht genug Licht habt. Oh, F, stimmt, das war F. Also F können wir genügend drücken, oder? F, unten rechts hast du deine Munitionsanzeige, Granatenanzahl und ganz unten die rechts. Ah, die ladet sich wieder auf. Ah. Ja, hast du 4 Flares zum Wegwerfen. Okay, die halten aber nicht lange. Okay. Gut. Was kann ich machen? Du bist unser Speer, wie schon gesagt. Du kannst jetzt einfach mal ein bisschen herumgehen, vorausgehen. Und Erze abbauen. Welche hat Erze Nummer 1? Entweder sind das goldene, rote. Jetzt gerade brauchen wir dunkelblaue. Wenn du dir nicht sicher bist, was ein Erz ist, Steuerung gedrückt halten, da drauf halten. Und das wird dir schon sagen, ob es. Wo? Ah, oder Nazi? Da. Komm mal her. Da. Wenn du irgendwie Erze siehst, die an einer Wand sind und du nicht rankommst, da drauf zeigen und Gandalf Bescheid sagen und sagen, dass du eine Plattform dort brauchst. Was ist Mokor? Mokor ist das, was wir brauchen. Das ist im Endeffekt, keine Ahnung, was es ist. Abwehr abbauen. Bis hier, um abzubauen und nicht Fragen zu stellen. Okay, also, jetzt warte mal. Genau. Nein. Genau. Oh Gott. Am besten immer über die Plattform zielen. Ach, und F drücken nicht vergessen. Was? F drücken nicht vergessen. Achso. Ja. Well, Alter, wie geht's? Und Tiger, wie findest du das Spiel soweit? Also bis jetzt interessant. Interessant, also schon mal auf einem guten Weg. Ah ja, Tiger, herkommen, komm mal her. Au. Rechts von dir. Ja, jetzt verspinnen! Gut, komm mal her. Siehst du das Ding hier? Roter Zucker. Spaß hinter euch, hinter euch. Findest. Was sind denn immer Boss? Ja. Einfach abbauen. Das gibt dir Leben wieder. Ja, achso, hab ich schon. Okay, gut, weißt du schon. Das blaue Boss bist du. Du bist. So, aha, blaues Call. Halt mal dein Dings da drauf. Ja. Kannst du es abbauen? Bis morgen. Kannst du es abbauen? Leuchtet es grün? Kannst also, abbauen? Ja, es ist grün, ja. Dann baust ab. Wenn es grün aufleuchtet, abbauen. Wenn es rot aufleuchtet, abschießen. Okay. So einfach ist es. Übrigens, bei der Mission. Nein. Vorsicht! Ah. Bei der Mission werdet ihr zwei Aufgaben haben. Unsere derzeitige Hauptaufgabe ist, ja. Morkut abzubauen, also dieses blaue Erz abzubauen. Zweitaufgabe ist. Entschuldigung. Die Zweitaufgabe ist in dem Fall, dass wir kleine Flöhe, fliegende Flöhe umbringen. In dem Fall mussten wir 14 Stück umbringen, aber erledigt, ist schon vorbei. Roter Zucker, was ist. Nitra. Nitra ist das, was du zum. Brauchst um. Warte. Hier um die Dinger zu holen. Nicht da drauf stehen. Okay, 80 also, Nitra bauen. Wenn du Nitra siehst, abbauen. Okay, Gandalf, ich brauche da eventuell eine Plattform da oben. Mit Steuerung gedrückt halten, eine Markierung setzen mit links.
Nati-Steuerung gedrückt halten und links Markierung platzieren. Warte mal, Ja. Ob ich, na. Da, hä? Steuerung gedrückt halten mit rechts, mit dem kleinen Finger unter Shift. Da, jetzt da drauf drücken, wo ich gerade meine Markierung setze. Linksklick gedrückt halten. Drauf halten ist Gandalf. Nein, nein. Du musst mit dem Teil. Mit dem. Warte, was? Du hältst so lange da drauf und hältst so lange Linksklick und drückst so lange Linksklick, bis Gandalf dir eine Plattform da platziert hat. Damit du Bescheid weißt, wo es platziert ist. Wo seid denn die gerade? Warte mal. Da unten? Hier unten. Ist da gut? Nati, du kannst dich. Nein, nein, aber ich glaube, Nati kann sich hier. Nati, komm mal her. Du kannst dich hierhin platzieren und es einfach hier abbauen. Okay. Und immer wiederholt Linksklick drücken. Dann spricht dein Zwerg und dann hört auch der Ingenieur, wer gerade spricht. Okay, gut. Ja, toll. Ich ja dann nicht so, wenn die labern, die Zwerg. Du musst auch nicht zuhören. Du bist so schwer. Also, du bist kein Ingenieur. Wo ist unser Manschkrittel? Ja, ich hab den C drücken. Ey, wechselt das immer die Charaktere oder bleiben wir jetzt dort? C drücken. Einmal C drücken. Moment. Ich bin gerade am Abladen. Ah ja. Okay, gut. Okay, jetzt. Wie bitte? Jetzt könnt ihr. Bleiben die Charaktere so oder wechseln die? Wie meinst du wechseln? Jeden Server. Ich meine jetzt, wenn wir jetzt neu spielen. Wenn du der Gunner bist, wenn du ausgewählt hast, dass du Gunner bist, bleibst du der Gunner, bis du dich umwechselst. Ah, okay, passt. Weil dann lerne ich das erstmal, weil ansonsten hätte ich gedacht, so nach jedem neuen Server, neuen Charakter so. Was du machen kannst, ist, wenn du in einem Server beitrittst, dann hast du die Möglichkeit, einen Charakter zu wechseln. Was du auch die Möglichkeit hast, ist, aber das ist je nach Server, je nachdem wie der Server aus eingestellt hat, ist, du kannst entweder viermal das gleiche haben, also keine Begrenzung, oder du kannst in einem Server nur einmal von diesem Charakter haben. Also nur einmal einen Gunner, einmal so ein Ding, verstehst du? Mhm. Also du kannst im Server auch zwei Gunner haben und zwei Scouts. Ah, okay. Dream Team in Anführungsstrichen. Nicht wirklich. Oder du kannst einfach nur einen Gunner haben und nur einen Driller und. Also, ja. So, und was ist mit denen? Das Ding hier ist dann. Wenn du das siehst, aufnehmen. Hä? Wenn du da drauf gedrückt hältst, dann holst du dir eine neue Munition. Ah, so. Oh Gott! Schlag doch schneller! Nati, halt mal. G gedrückt halt auf den Boden zielen. Drück eine Granate auf den Boden. Auf den Gegner, rum. Gut. Au. Noch eine Granate auf den Gegner, drauf, Gott, Nati. What is it, Seth? Ja. Passt. Weiter nachladen bei der Waffe ist richtig geil. Oh. Wurde denn das? Nichts mehr. Was ist denn das? Da, du geschützt nach. Da hinten, da. Boah, ich geh immer weg, weil ich hab Angst vor den Viecher. Die sind gruselig. Ja, deswegen bist du auch hier, um sie umzubringen. Ist das nicht schön, die gruseligen Viecher umbringen zu können? Ja. Egal, ich. Ich das ist so ein bisschen feier das Spiel. So, naja. So, ne. Ich weiß nicht, was ich jetzt davor halten soll. Ja, jetzt mal andere. Sally hat ja schon mich gefragt. Wie findest du jetzt bis jetzt das Game? Es schaut geil aus. Ja, sieht geil aus. Und außer wegen dem Aussehen. Es ist geil. Okay. Also willst du es dir auf Steam holen? Sollen dafür gabiniert. Oh. Warum nicht? Weil ich Gold hab. Willst du es, wenn du so Geld hast, das dann auf Steam holen? Weißt ich muss erst mal ganz klar kommen mit dem Spiel. Wenn ich weiß, was das Geld weil das macht da was Boss. Weißt du, weil du kein Geld hast. Aber du holst dir dann. Weil das gerade wichtiger ist, am wichtigsten für mich jetzt persönlich. Ja, wow. Wenn du nicht weißt, wo ich bin, Steuerung gedrückt halten. Steuerung ist dein Freund, glaub mir. Steuerung ist dein Lieblingsfreund. Ja. Komm mal, Nati. Siehst du das? Siehst du die Steine? Siehst du diese Grünen Punkte, ja. Ja, die grünen Punkte.
Wenn da grüne Punkte sind, sag Bescheid oder grab dich selbst durch. Oh Gott, oh, da kann ein da kann was Großes sein. Okay. Ah, nein, ich bin schon hier. Brauchst nicht zu kommen. Warte mal, wenn ich Tab drücke, dann sehe ich. So, normalerweise hast du nämlich. Ach, das jetzt hier. Solche fetten Dinger drin. Boah. Mhm. I need to deposit in the mule. Gut. Geil. Gentlemen, und Lady, wenn ihr Steuerung gedrückt hält, habe ich doch erwähnt, dass ihr einen Laserpointer kriegt. Ja. Gut, wenn ihr auch Steuerung gedrückt hält, habt ihr oben rechts die sogenannte Team Depository, also was ihr schon alles eingesammelt habt, was schon im Esel drin ist. Ja. Ah. Da habt ihr Nitra, da könnt ihr nachchecken, wie viel Nitra ihr habt, um zum Beispiel eine nächste Supply Pod zu holen. Wie kann man eigentlich, sich ducken? Nein, du duckst, nein. Du bist schon so gut wie geduckt. Du bist schon so klein. Oh Mann, mein Telefon schreit schon die ganze Zeit, dass da ist. Hinter dir, Nati, du gehst in die falsche Richtung. Telefon? Was? Was ist denn hinter mir? Du musst hinter dir gehen. Nati, dein Telefon? Ja. Welches Telefon? Dein Handy oder was? Na, das Telefon, ich messe das auf Station liegen. Ah, Festnetztelefon. Ah. Okay. Ja, ich habe mein Festnetztelefon immer an der Station. Das ist nicht gut. Hä, warum? Weil das nicht gut ist für Batterie. Kann ich das erklären? Nickel-Metal-Hybrid-Batterien und keine Batterien. Keine Ahnung, ich hab die... Oder vorher hat immer zu mir gesagt. Ich hab das Telefon jetzt seit Jahren schon auf dem Telefon. Auf dem Telefon. Ja, das ist schon fertig. Auf der Ladestation. Mehr lohnt sich nicht. Mehr lohnt sich echt nicht. Das war's. Warte mal. Leute. Ich werde euch noch kurz die Karte zeigen und wie man das Spiel, also wie man die Mission beenden kann. Wenn ihr Tab gedrückt halt, habt ihr eine Karte. Oder zumindest. Ja. Wenn ihr euch umguckt, seht ihr, ihr könnt mit Mausrad scrollen und mit Space könnt ihr euch dann dorthin alignen, wo ihr gerade hinguckt. Das ist wichtig. Ihr seht damit auch, wo die anderen Spieler sind, ihr wisst auch, wo ihr dann hingehen müsst. Oder ihr wisst auch, wo der Pod, also Escape Pod, euer Fluchtpod landen wird. Mhm. Gut. Ich zeige euch jetzt noch, wie man die Mission beenden kann. Wir haben nämlich unsere Hauptaufgabe abgeschlossen. Und zwar wir haben jetzt Morkit abgebaut, wir sind fertig. Und der Esel hier hat einen roten Knopf freigeschaltet. Warte, bevor ihr da drauf drückst. Wenn du Enter drückst, dann schreibst du, öffnest du den Chat. Und dann schreibst du normalerweise R-Fragezeichen drauf, um zu fragen, ob jeder bereit ist. Ach so. Ready für S. Oh. Ja, er für ready. Ja, wenn einer sagt nein. Oh ja. Wenn einer sagt nein, dann sagst du einfach. Also, ja, also, fuck und dann you. Und dann drückst du den Knopf drauf. Also. Soll verstanden? Ja. Gut. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ihr fertig Discord können wir das auch machen. Ja, natürlich. Wenn du halt eben. Wenn ihr im Discord seid, dann musst du einfach fragen. Ansonsten, wenn du öffentlich spielst, immer ja, wieder mal fragen. Ja, das schon, ja. Ja. Gut, wenn ihr mal. Ihr seht jetzt hier oben, seht ihr, wo der Droppod ist. 150 Meter weg von uns. Wenn ihr mir folgen würdet. So, dem Esel braucht ihr nicht zu folgen. Hilfe! Okay, gut. Jetzt kommt nämlich meine Aufgabe im Spiel. Ich muss jetzt den Weg ich muss jetzt den Weg dahin bohren. Wenn nötig, natürlich. Hm. Und wenn wir nicht das in der Zeit schaffen, sterben wir oder was? Dann wirst du zurückgelassen. Hm. Aber wenn wir alle das nicht schaffen? Dann werdet ihr alle zurückgelassen. Solange einer mitgeht, wenn einer weggekommen ist, ist es ein Mission geschafft. Wenn alle nicht mitgekommen sind. Was hat's hier? Aber der Ding. Einfach hoch. Ja, aber jetzt hier einfach weiter geht's. Ja, drück. Hä, ja, wir haben 4 Minuten bis. 4 Minuten geht der Droppod weg, Nazi. Du musst dich da schon ein bisschen beeilen. Drück doch an der Steuerung, dann siehst du es schon, hä? Beziehungsweise Tab, dann sieht man die Map. Dann sehen wir die anderen. So, aber wie schon gesagt, solange einer rauskommt, ist die Mission geschafft. Wenn alle nicht. Wenn alle sterben und keiner rauskommt. Oder alle sterben und keiner wiederbelebt werden kann. Ab wann ist das? Hallo. Hi. So, wir warten, bis der Esel reingepackt wurde. Sobald der Esel reingepackt wurde, öffnen sich die Gitter. Ah,
Guckt euch um, guckt euch um. Wir werden noch auch angegriffen. Alter, ich war gerade in Chiller-Modus. Auf einmal, ja, geht die Post ab hier. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Komm rein. Sobald der Droppod kommt, habt ihr 5 Minuten Zeit wegzukommen. Also, sobald der Esel drinne ist, habt ihr 5 Minuten Zeit rauszukommen. Sobald der Esel drinne ist und ihr die 5 Minuten nicht geschafft habt, also nicht da drinne steht, werdet ihr zurückgelassen. Wenn ihr es gerade noch reingeschafft habt, kommt ihr noch hoch. Aber wenn ihr nicht im Droppod seid, seid ihr draußen. Ja? Aber ab wie viel, Sally, ab wie viel, wenn jetzt, sagen wir mal, 3 es geschafft haben? Ja. Und, wenn es 3. Ich meine, also, wenn es 3 nicht geschafft haben, einer hat es geschafft, dann zählt es nicht, oder wie? Doch. Okay. Das hat ja einer zurückgeschafft. Okay. Die Mission ist dann bestanden, weil einer hat es überlebt. Hm, okay. Also, es ist nicht so, dass man Hälfte-Hälfte sagt, Hälfte zum Beispiel ab der Hälfte, so wie bei, keine Ahnung. Was aber passieren kann, ist, ihr werdet bei der Auszahlung, werdet ihr dann nur einen Einmal-Bonus kriegen, weil nur einer überlebt hat. Hm. Also, je nachdem, wie viele es überlebt haben, werdet auch so einen maligen Bonus kriegen. Okay. Was gab's da noch zu erwähnen? Die Welle, die Feindeswelle wird nicht aufhören. Sobald der rote Knopf gedrückt wurde, müsst ihr euch hinbewegen. Weil dann kommt, weil die der Planet wird dann alles Mögliche hinschmeißen, um euch umbringen zu wollen. Einfach nur, damit ihr nicht rauskommt. Also ja. Sollt fragen? Nope. Na, weil ihr habt's mich gerade voll überfordert. Ja, das ist bei mir jetzt gerade auch so, wenn wir das mehrmals spielen, ich glaube so, weil bei mir ist es so, wenn man das einmal so viel macht und bla, dann merkt man sich nicht alles, aber wenn man das jetzt, wir können das jetzt öfter spielen, so dass man das sagen, keine Ahnung, mal für ein paar Wochen, so wie Minecraft zum Beispiel, jeden, was weiß ich, Mittwoch oder so, oder Dienst am Montag oder so, Deep Rock Galactic für ein paar Wochen oder so. Mhm. Wenn wir halt reinkommen und so, wenn wir halt mehr wissen, wie zum Beispiel Fastman with the Forest oder was weiß ich, dass wir das dann einfach spontan spielen. Jeden Donnerstag, wir können den jeden Donnerstag machen. Donnerstag habe ich frei. Ja. Können wir machen, dass wir jeden Donnerstag Deep Rock Galactic Donnerstag machen. Ja. DD, Deep Rock Galactic Donnerstag. Geil. Mach mal DD. Da freut sich jemand. DDRG, Alter. Deep Rock Galactic Donnerstag Deep Rock Galactic. Oder DRGD. Ja. Gut. Ich würde es richtig gerne wieder auf Steam spielen, einfach nur, weil ich auf Steam wieder mein Dings habe, meinen ausgelevelten Charakter. Aber wie viel kostet das auf Steam? Zurzeit, gerade bin ich mir nicht sicher, wahrscheinlich wegen Luna-Event. Luna-Event. Wegen dem Luna-Event. Jetzt gerade kostet das 15 Euro. Kostet es 15 Euro. Normalerweise 30, aber jetzt wird es auf 50% reduziert, also 15 Euro. Hast du ja dazu doch zu 60 Euro? Nee. Für die Qualität, die das Spiel bietet und die Developer, wie die gelaunt sind, ja, sind 30 Euro ein fucking Witz. Finde ich ehrlich. Also ich hätte gerne mehr bezahlt. Wenn ich Geld hätte, würde ich sogar, glaube ich, die ganzen DLCs kaufen. Nee, ganz ehrlich, die Developer sind da alles besten, gut. Die es gibt. Ich hab das jetzt gerade lachen. Achso, ich kann's nicht. Hallo, ich möchte gerne tanzen. Warum kann ich nicht tanzen? Tanz doch gerade. Du machst gerade den Kobold-Tanz. Ist sie ätzert? Das ist was im Gamm-Gamm-Style. Alles klar. Gut. Bin ich mal gespannt. Noch eine Sache, die ich euch zeigen möchte. Seht ihr diesen Display? Ja. Oh Gott. Genau. Seht ihr diesen Display? Ja. Gandalf! Alter! Mach die scheiß Musik aus! Alter, ich wollte mich doch wohl verarschen, Alter! Mann! Seht ihr dieses Display und jeder schaut nicht hin und tanzt nur. Ich schau beim Tanzen hin, also. Ach, ja, genau. Ich auch. Okay, ich zeig euch dieses Display. Ja, zurück! Das Display zeigt euch, was... Das Display zeigt euch, was gerade zur Zeit heiß ist, sozusagen. Also was jetzt gerade möglich zu kriegen ist. Jetzt gerade haben wir... Today's Special ist Pots of Gold. Das ist ein Bier, der gibt euch zum Beispiel, wenn ihr Gold abbaut, extra viel Gold raus.
Also wie zum Beispiel abtauchen, die Klumpen aufnimmt, diese zwei, drei Gold. Einer raus. Wir klatschen. Oh, aber der Blick von dem Skinmask sagt perfekt. Du denkst jetzt so. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir, ich habe hier zwei Noobs. Und einen, der es schlimmer macht. Und der spielt das Spiel schon seit einer Weile. Also ganz ehrlich, also es ist wie bei. Wir können es ja halt generell so machen, dass wir jeden Tag ein anderes Game zocken und nicht irgendwie durch das Glücksrad. Dass man zum Beispiel sagen, ey, keine Ahnung, das ist ich, Donnerstag haben wir jetzt Deep Rock Galactic und zum Beispiel Mittwoch mal das Beispiel haben wir, keine Ahnung. Grounded als Beispiel. Ja. Also ich wäre. Diesen Donnerstag wäre ich sogar ziemlich offen für Deep Rock Galactic. Ja. Am besten ist natürlich, wenn wir es auf Steam spielen, einfach nur auf Steam die. Sag mal so, es ist weniger penetrant auf Steam zu spielen als auf Xbox. Aber warum ist ein Unterschied? Der Unterschied zu einem zum Beispiel. Ich weiß, dass du doof an. Zu einem ist es zum Beispiel, wenn du Update hast, hast du es zum Beispiel nicht so penetrant, also nicht so schwer mit dem Update. Oder wenn du. Warte mal ganz kurz, ich mach mal ganz kurz schnell mal. Ich drücke. Lass doch mal Dinge erklären, Sally. Ja, dann warte halt mal kurz. Ich wollte das erst machen, dass ich was verstehe. So. Leave no dwarf behind. Auf Steam ist halt eben, du hast zum Beispiel, wenn du ein Update hast, hast du zum Beispiel weniger penetrant wie auf Xbox. Auf Steam bin ich auch, habe ich auch einen höheren Charakter, habe ich eben weitergespielt. Also ich könnte euch da auch in brenzligen Situationen zum Beispiel besser aushelfen als hier, weil ich hier gerade technisch gesehen nackt bin. Auch mit dieser fetten Rüstung. Wie ich mir jetzt gerade vorstelle, dass Sally nackt ist. Super, danke! So ein Lauch mit einem Glied, weißt du? Schwing dein Ding! Ich mach einen Helikopter, ich mach einen Helikopter. Mach den Helikopter 1, 2, 3. Leute, ich bin gleich wieder da. Das geht anders. Ich bin gleich wieder da. Ich hol schnell einen Stift, ich schreib mir das jetzt auf. Dass ich einen Helikopter mache? Da mal waschbüllen! Wir können doch das in Discord, sag mal, in WhatsApp reinmachen. Wir können auch Dingens hier, Twitch, Zeitplan machen. Genau. Ja. So. Wie schon gesagt, also wenn ihr es über Steam kauft, es ist. Oh, und auf Steam gibt es übrigens Wording Support. Also. Glaube ich zumindest. Ja, auf Steam gibt es Wording Support. Fliegt der aber komplett weg? Am Donnerstag haben wir jetzt gesagt, gell? Deep Rock jetzt am Donnerstag. Nein. No. Hallo? Donnerstag Deep Rock Galactic. Xbox oder Steam Deep Rock Galactic ist die Frage. Ja, Deep Rock Galactic? Also, bis jetzt nicht auf Xbox. Ja, wird er die nächsten Monate so bleiben wahrscheinlich. Oder bei Nati zumindest. Ja. Bei mir auch. Ach, schade. Obwohl, ich hab ja Deep Rock Galactic. Ja, das ist auf Steam, du hast es ja, also musst du nicht beschweren. Beschwert sich aber, obwohl das hat. Ah! Ja. Fuck! Erschreck mich doch nicht. Was denn? Sobald aber meine Freundin lacht sie gerade am Arsch an, weil ihr seid so blöd. Also, ja, weil wir so nebeneinander spinnen, meine ich. Ach. Hä? Ich wollte mir jetzt nicht eigentlich vorher Kontext machen, gell? Mann! Jetzt war ich gerade eine Ballerina! Haha. Haben wir Sally gerade kaputt gemacht oder warum ist er so still? Sally ist kaputt. Was ist? Was? Nee, ich guck gerade nach Kies. Cheat oder wie? Kies. Nach dem Schlüssel. Alicia Keys? Alicia Keys oder Keys Richards? Gang Keys. Alter, ey. Aber die mit Gang Keys Dama? Besser wie in Phasmo. Jedenfalls, ich guck grad nach und der Preis ist eigentlich ziemlich gleich. Also jetzt gerade wird es sogar so. Es gibt keinen Unterschied. Also, wenn du es jetzt kaufst, wirst du genauso viel zahlen wie für einen Key. Also 15 Euro.
Aber naja. Mann! Was? Achso, ich dachte, mir hätte dein Kopf wert ist. Och man, Akku ist leer. Ich hab kein Geld. Hast du übermorgen Geld? Was? Hast du übermorgen Geld? Morgen ist nächster Monat. Nati, ich rede jetzt, ich hab gerade überlegt, nein, von da aus, dass ich mir Bier kaufen kann. So. Im Spül. Oh. Sally fragt irgendwas und Nati so antwortet einfach nicht. Ich hab jetzt gesagt, Bescheid, ich hab genug. Weil ich gerade überlegt hab, was er jetzt von mir will. So, noch nicht trinken, Dankeschön. Warte. Der trinkt sofort, Alter, nicht einmal Prost. Ich hätte gedacht, ihr habt noch egal. Ich hab schon. Ja, nicht du, sondern Heigl. Voll Bierglas in der Hand. Aber ja. Gut, also das war jetzt so bei die Begleitung, war zumindest die erste Mission vom Tutorial jedenfalls. Ja. Was seht ihr davon? Ja, es ist wie bei Grounded. Also Grounded bin ich auch nicht irgendwie abgeneigt davon. Es ist halt einfach nur so, man muss halt erstmal reinkommen. Ja, wie schon gesagt, auf Steam, wenn ihr es auf Steam holt, je steamiger, so desto besser. Aber auch, die ganze Zeit holt ihr das bei Steam? Holt ihr das bei Steam? So weißt du, anstatt happy zu sein, dass wir das mal gespielt haben, endlich, ne? Ja. Der fängt dann mit der nächsten Sache an zu nerven, so. Ja? Die da oben eben. Die da oben sind nie zufrieden. Halt dein Maul! Ich glaube, wenn wir mal, wenn wir das auf Steam haben, fragt er sich, ja, holt ihr das. Ah, okay, gut, dann weiß ich schon, was ich das nächste Mal muss ich jetzt ein bisschen mehr auf dem Xbox-Account spielen. Jo. Aber kann man nicht Xbox und Steam-Account verknüpfen? Nein. Nein, ich wünschte, es würde gehen, aber nein. Warte, die Aussicht ist aber da auch geil. Jo. Wenn wir irgendwann mal. Übrigens, eine Sache gibt es noch, die ich euch zeigen muss, wenn ihr mal mitkommt. Wo bist du? Ich geh grad zu Dingsen Globus, wo unser Equipment ist, zum Dingsen. Was kaufst Snake, Sally? Ich kauf nichts ein, ich zeig euch was. Ah, normalerweise kauft man ja bei Globus, ey. Ach so, Globus, ach so. Ich steh gerade auf jemanden. Ah, okay. Ja. So, hier geht's entlang, hier geht's weiter. Nein, ach Mann! Ich werde nicht mehr gelassen, Alter! So. Das ist euer Prestige-Terminal. Wenn ihr mit einem Charakter Level 25 erreicht habt, könnt ihr hier für eine Mission und ein bisschen Geld. Könnt ihr mit ein bisschen Geld eine Mission freischalten. Ich weiß gerade nicht, wie es ging, aber ihr könnt auf jeden Fall eine Mission freischalten, um Prestige 1 freizuschalten für euren Charakter. Der setzt euch, glaube ich, zurück, lässt aber die Dings. Was war das nochmal? Lässt aber deine Erweiterungen, die du auch für deine Waffen gekauft hast, noch drauf. Ist sozusagen Replayability. Ja. Darauf hatte ich jetzt aber nicht hinaus. Wenn ihr Prestige 1 freigeschaltet habt, auf einem Charakter, egal welchen, habt ihr dann die Möglichkeit, sogenannte Deep Dives zu machen. Das sind Missionen. Hier, kommt ihr mit? Wo bist du? Bei der Tür, wo wir reingekommen sind. Entschuldigung, ich habe mich gerade verabschiedet bei meiner Freundin. Ja, ja. Da hat sie zumindest die Maus plötzlich zum Muten, geil. Sie lernt. Wie schön. Hilfe! Komm, hinter dir. Nein! Küss mal auf. Hilfe! Nein! Das
bist du? Ihr warst jetzt! Rauf runter, rauf runter, rauf runter. Na, endlich. Das ist Zauberfahrstuhl. In einem ist sie da, in einem anderen nicht. Das ist beim Terminal, wenn ihr Prestige freigeschaltet habt, im ersten Prestige, könnt ihr hier beim Deep Dive sozusagen eine 3 Missionen einen Durchgang machen. Das sind dann, die geben dann extra viel Geld, sind ein bisschen schwieriger, aber die machen viel Spaß. Ich hab gesehen, Deep Dive Galactic oder? Sozusagen, ja. Also DDG. Irgendwo war da ein Knopf, wo man die Anti-Gravity ausschalten konnte. Alter, ich konnte mal, bitte rein. Du gehst gerade auch zu, du gehst gerade davon weg. Du gehst. Hier fort. Ich habe jetzt was Denk's. Lustiges gefunden. Darf ich? Das mir Spaß macht. Ja, mach. Yay. Was sagst du? Hui. Hui. Was hast du gesagt, Nati? Ich habe jetzt was Lustiges gefunden, das wir die ganze Zeit machen können. Deep Rock Galactic spielen. Oh, das war's. Mir macht das Spaß. Was macht das Spiel Spaß? Ja. Geil, passt. Dann noch. Wenn die ganze Zeit den Aufzug gut. Ey, warum? Achso, du fährst nicht die ganze Zeit Aufzug. Okay, gut. Dann, ich glaube, es ist schon ein bisschen spät. Ich glaube, es ist Zeit für mich zu gehen. Jo. Gute Nacht, Freunde. Oh. Was ich noch zu sagen hätte, da eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Also, dann wieder Donnerstag. Dann sehen wir uns am Donnerstag. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne gute Nacht. Ja, dir auch. Und ihr auch. Bis morgen. Jo. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Oh, hat echt Spaß gemacht. Oh ja, so. Es hat irgendwie was von Minecraft, also ein bisschen Minecraft-Feeling, so wenn man im Berg drin ist und so. Oh. Gandalf, du bist so still geworden. Ja, ich bin einfach nur rumgelaufen, hab Scheiße gebaut. Ja, und ich hab die ganze Zeit die Gravität ausgeschaltet. Und ich hab die ganze Zeit gelacht. Oh Mann, ey. So, Nati, jetzt kann Sally wenigstens nicht mehr die ganze Zeit irgendwie nerven mit Deep Rock Galactic. Oh, jetzt kommt's. Übrigens, Sally schreibt. Oh Gott. Übrigens, wir könnten doch das Spiel spielen. Jetzt kommt's. Übrigens. In den Optionen hast du die Möglichkeit, den Headbob einzustellen, wenn es zu wackelig wird. Das stört mich nicht. Nee, mich auch nicht. Boah, ich glaube, der ist bei mir sogar aus. Auf welchen Grafikeinstellungen spielst du das überhaupt, Gandalf? Ich glaube auf den höchsten. Gesamtqualität, alles auf Ultra, jo. Oh, ja, das hat jetzt gerade so ausgesehen, das minimal und so. Gameplay. Geil. So viel gelacht habe ich schon lange nicht mehr. Alter, vor allem die ganze Zeit beim Tanzen, Alter. Sally will irgendwas erklären und wir tanzen einfach die ganze Zeit. Das war... Oh, Gott, ey. Geil. Ach, wer hat mich da am Bild? Dann mache ich mal das hier. Hab mich mal am... Voll hell bei mir. Wäre ein Highlight wert. So, verlassen zum